Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Einmal im Leben im Lotto gewinnen, nie wieder arbeiten, tun und machen können, was man nur möchte. Ja, davon träumen viele in Deutschland. Heute blicken wir hinter die Kulissen von Lotto Baden-Württemberg und ob Geld wirklich glücklich macht. Ob Lotto-Millionäre einen Glückscoach wie Guido Averbeck aus Konstanz brauchen? Wer 15 Millionen Euro schwer ist, der führt auch ein sorgenfreies und glückliches Leben. Doch der Glückscoach sieht durchaus Ansätze. Geld ist ein wichtiger Faktor bei uns, sicher. Aber danach, das ist eine Momentaufnahme, danach setzt in Anführungsstrichen das wahre Leben wieder ein und damit auch ein Stück weit der Stress. Sie müssen diese Situation handeln können, wenn Sie angesichts dieser veränderten Umstände glücklich werden wollen. Das Glück, so sein Credo, kann man sich erarbeiten. Im Falle des Lotto-Millionärs gibt es aber einen ganz einfachen Weg, sein Glück zu vermehren und zu festigen. Also optimalerweise setzen Sie jetzt Ihre gewonnene finanzielle Freiheit dafür ein, Ihr Glück zu vermehren und damit auch automatisch das Glück anderer zu vermehren. Das heißt, Sie suchen sich selber Aktivitäten, die wissenschaftlich bewiesen Sie nachweislich glücklich machen und da sich Glück vermehrt, wenn man es teilt, auch andere glücklich machen. Und der Glückscoach hilft dabei, auf die positive Seite des Lebens zu kommen. Der Weg führt über die Freude, sagt er. Glück muss man sich erarbeiten. Da gibt es diesen schönen Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Das heißt also, man muss aktiv etwas für sein Glück tun. Glück geht also auch ohne Millionen. Glück muss kein Zufall sein und macht genauso reich wie 15 Millionen auf dem Konto. Nur anders. Ja, und der Geschäftsführer von Toto Lotto Baden-Württemberg ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen, Georg Wacker. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Sie sind seit dem 1. Januar in Amt und Würden. Wie viele Lotto-Millionäre haben Sie denn persönlich schon kennengelernt? Also ich persönlich durfte zweimal einen Lotto-Millionär in unserem Hause begrüßen. Daneben noch einen Gewinner einer anderen Lotterie. Das war auch für mich ein spannender Moment, in der Tat. Wie war denn der Moment? Also was sind das für Menschen? Kommen die schon mit Jubelfahnen in das Büro und freuen sich einfach? Nein, es ist so, wir laden die Großgewinner ab 1 Million Euro in unser Haus ein, weil wir auch die Verpflichtung sehen, auch die Gewinner zu betreuen. Wir haben ja die Aufgabe des Spielerschutzes, das heißt nicht nur für Suchtprävention zu sorgen, sondern auch die Gewinner mit Ratschlägen zu begleiten. Viele nehmen das Angebot wahr und in der Tat zeigen sich die Gewinner immer noch überrascht über ihren großen Geldsegen. Das bekommen wir in diesem Gespräch auch zu spüren. Warum ist es denn überhaupt notwendig, Gewinner zu betreuen? Also ich stelle mir das eher so vor, diejenigen, die sind jetzt aus dem Schneider. Schauen Sie, das sind oft einfache Menschen, die ihr Glück versuchen zu ergreifen durch das Lottospiel. Und dann sind sie dennoch mächtig überrascht, zu den Millionengewinnern zu gehören. Es sind auch ganz wenige. In der Tat sind es im Jahr etwa 20 Millionengewinner, die wir insgesamt beehren dürfen mit dem Millionengewinn. Und diese Menschen müssen sich erst einmal an diese neue Situation gewöhnen. Es führt auch zu Überforderung, zu individuellen Überforderung. Die Frage, was mache ich mit dem Geld? Wen kann ich denn einweihen? Zu welcher Bank gehe ich? Was kaufe ich mir? Worauf habe ich zu achten? Gibt es rechtliche Hürden, die es zu berücksichtigen gilt? Da kann man nicht jeden fragen, sondern das sind wir im Grunde die richtigen Ansprechpartner, die auf einer sehr vertraulichen Ebene wichtige Handreichungen geben für die zukünftigen Schritte. Und dieses Angebot nehmen viele wahr. Und wir nehmen oft nicht nur Freude wahr, sondern es sind oft auch individuelle Überforderungen, die erkenntlich werden in diesem Gespräch. Mein ganz praktischer Fall. Im Oktober hat ein Ludwigsburger 17 Millionen gewonnen. Das ist eine ganze Stange Geld. Was darf man auf keinen Fall machen, wenn man einen fetten Lottogewinn hat? Also man sollte nicht die Nachbarn anrufen und diese zu einer Party einladen und sagen, jetzt bin ich Millionengewinner. Warum nicht? Weil dann ist im Grunde alle erfahren und ich würde dann behaupten, dass dann diese Gewinner keine glückliche Minute mehr haben werden. Denn der Druck auf diese Menschen würde sich erhöhen, sondern das Gegenteil wird angeraten. Äußerste Diskretion, sich gut zu überlegen, wen man einweiht und vor allen Dingen nichts überstürzen mit den Entscheidungen, was man mit dem Geld tut. Sondern zunächst einmal das Geld parken
und dann in Ruhe überlegen, was man mit diesem Gewinn anstellt. Wir haben es ja vorhin im Einspielfilm gesehen. Macht denn jetzt ein Lottogewinn glücklich? Kann man das pauschal sagen? Das kann man nicht pauschal sagen. Man kann nicht in einen Menschen hineinblicken. Ich sag mal, es gibt Menschen, die sagen, sie gönnen sich jetzt etwas, was sie sich ein Leben lang erträumt haben. Eine große Reise, schaffen sich Immobilien an. Es gibt aber auch Menschen, die zunächst einmal darüber nachdenken, was kann ich für die nachfolgenden Generationen tun? Ich denke, es gibt auch Millionengewinner, die durchaus auch sich sagen, ich lebe so weiter wie bisher ganz bewusst und lege das Geld an, im Grunde für meine Kinder oder für meine Enkelkinder. Die Handlungsweisen sind da absolut unterschiedlich und es ist auch hochspannend, sich mit diesen Menschen auch über diese Dinge zu unterhalten. Herr Wacker, viele stellen sich ja die Frage, welche Strategie nun zum Gewinn führt. Ist es das berühmte Geburtsdatum, das sich ankreuzen muss? Oder vielleicht eine Spielgemeinschaft? Das und mehr, liebe Zuschauer, darüber möchten wir gleich unter anderem sprechen. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Georg Wacker. Er ist Chef von Totolotto Baden-Württemberg. Ja, und Sie haben schon viele Lottomillionäre, kennengelernt. Aber Sie haben uns auch gesagt, dass Geld allein an sich nicht glücklich macht. Die große Frage, die immer wieder doch auch die Menschen sich stellen, gibt es einen Trick, gibt es ein System, mit welchem man höchstwahrscheinlich im Lotto gewinnen kann? Eindeutig nein. Es ist einfach Glückssache. Man muss es probieren. Man kann gewinnen oder man gewinnt eben nicht. Gibt es denn auch tatsächlich ab und zu Menschen, die gewinnen, aber mit dem Gewinn nicht zufrieden sind? Also sagen, also da hätte ich mir jetzt eigentlich mal mehr erwartet, lieber Herr Wacker. Möglicherweise auch. Aber ich denke, wenn einer jetzt einen ordentlichen Gewinn macht im fünfstelligen Bereich, kann er durchaus auch zufrieden sein. Denn die Gewinnchancen für einen solchen Gewinn sind ehrlich gesagt auch überschaubar. Glücksspiel ist nicht gleich Glücksspiel. Auch in Baden-Württemberg. Es gibt sehr viele Plattformen, die sind schlichtweg illegal. Wie kann denn das überhaupt sein? Das ist ein Hauptproblem. Wir haben es mit einem stagnierenden Glücksspielmarkt zu tun, was der regulierte Markt betrifft. Das heißt, was unser Unternehmen betrifft. Wir haben ja das Glücksspielmonopol. Wir haben einen staatlichen Auftrag, dieses auch auszuüben. Aber daneben gibt es einen wachsenden Boom auf dem Glücksspielmarkt. Und dieser wachsende Boom wird von illegalen Anbietern mit Firmensitzen auf Malta oder Gibraltar bedient, vor allen Dingen im Online-Bereich. Und das ist in der Tat für den Staat ein großes Problem. Was empfehlen Sie den Menschen, die denn ihr Glück suchen und sich dann letztendlich entscheiden müssen zwischen, sag ich mal, einem staatlichen Angebot und dann diesem privaten Angebot? Schauen Sie, wer bei uns spielt, hat zwei Möglichkeiten. Wenn er gewinnt, bekommt er sehr zeitnah die Gewinnauszahlung überwiesen. Wenn er nicht gewinnt, kann er sich darüber sicher sein, dass dieses Geld nicht irgendwelchen Konzern in den Rachen gespielt wird, sondern dieses Geld wird wohltätigen Zwecken zur Verfügung gestellt. Wir reichen jeden Tag im Schnitt 1 Million Euro an das Land Baden-Württemberg weiter aufgrund unserer Bruttospielerträge. Und dieses Geld wird überwiegend für soziale Zwecke, für kulturelle Zwecke, für Denkmalzwecke, für Sport und für andere Bereiche zur Verfügung gestellt. Das ist eine wichtige Botschaft. Und wenn die Spieler genau hinschauen, erkennen sie den Unterschied zwischen den Illegalen und denen, die im Grunde auch für wohltätige Zwecke arbeiten, nämlich wir, Lotto Baden-Württemberg. Ein Riesenthema ist natürlich auch immer Spielsucht. Können Sie denn überhaupt feststellen, wann jemand spielsüchtig ist? Das können wir überwiegend, natürlich nicht letztlich in jedem Einzelfall. Wir sensibilisieren die Annahmestellen, wir qualifizieren auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Annahmestellen, wir führen Testkäufe durch. Das ist ein wichtiges Anliegen, auch ein Auftrag, den wir auszuüben haben, auf das Thema Suchtprävention und Spielsucht zu achten. Sie selbst waren ja lange in der Politik aktiv als Landtagsabgeordneter, haben eigentlich eine ganz andere Berufsausbildung, waren Musiklehrer und sind jetzt Chef von Totolotto Baden-Württemberg. Gibt es da einen roten Faden? Wie passt das denn überhaupt zusammen? Wie beim Lottospiel. Es kann mal so oder so laufen. Ich hätte noch vor einem Jahr nicht daran gedacht, dass ich diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen darf. Da gibt es nun mal auch das Glück, ein solches Angebot zu bekommen. Das wurde mir übertragen und dann habe ich mich entschieden, mit 56 Jahren noch einmal eine ganz neue Aufgabe in Angriff zu nehmen. Und die ist hochspannend. Haben Sie selbst schon mal Lotto gespielt? Ich gehöre mich zur klassischen Gruppe der Gelegenheitsspieler. Ich habe in früheren Jahren selten hin und wieder auch gespielt. Meine Mutter war eine regelmäßige Lottospielerin, also insofern war mir diese Materie nicht völlig fremd. Wenn Sie vielleicht auch mal in die Zukunft blicken, wo wird sich denn auch
Ihrer Einschätzung nach der Spielmarkt hin entwickeln in Deutschland, in Baden-Württemberg? Wird es so bleiben, wie es heutzutage ist, oder wird das auch grundsätzlich vielleicht nochmal auf ganz neue Säulen gestellt? Schauen Sie, wir haben im Moment einen Markt, der überwiegend über den terrestrischen Bereich abgewickelt wird. 3200 Annahmestellen verkaufen unsere Produkte. 90% unseres Marktes decken wir über diese Vertriebskanäle ab. Der Online-Bereich wächst wie in allen Wirtschaftsbereichen, auch in unserem Bereich. Und deswegen wird natürlich sehr stark der Online-Bereich auch bei unseren Produkten wachsen. Das ist für uns auch eine große Herausforderung als Unternehmen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch im Wettbewerb gegenüber den Illegalen diese Herausforderung meistern werden. Dann herzlichen Dank an dieser Stelle für diese Einschätzung. Schön, dass Sie hier waren und sehr uns gerne. Diese spannenden Einblicke zur Totolotto Baden-Württemberg gegeben Alles Gute haben. Ihnen, danke. Ebenso, danke. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Chefsache. Heute haben wir hinter die Kulissen von Lotto Baden-Württemberg geblickt. Und es würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.